Der Formel-1-Zirkus ist wieder einmal in Südostasien angekommen und bereit, ein neues Zeitalter einzuläuten. Das Rennen hier in Vietnam kann jeden Augenblick losgehen. Eine Runde auf dem Hanoi Street Circuit ist 5,5 Kilometer lang und führt natürlich durch die vietnamesische Hauptstadt. Viele der 23 Kurven wurden von anderen großartigen Strecken inspiriert. Insgesamt bietet die Strecke hoffentlich mehrere Überholmöglichkeiten. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Fangen wir doch mal mit Alfa Romeo. Wir haben auch in diesem Jahr eine Reihe von Änderungen im Reglement, vor allen Dingen im Bereich der Aerodynamik. Bisher ist es ihnen noch nicht wirklich gelungen, sich daran anzupassen. Das sieht bisher noch nicht sehr vielversprechend für sie aus. Und wenn die neuen Reglements sie wirklich so hart getroffen haben, wie wir uns das denken, werden sie sich ein paar Überstunden machen müssen, um wieder auf die richtige Spur zu kommen. Sehen wir uns kurz die Startausstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Max Verstappen steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Hamilton, Albon, Daniel Ricciardo und Leclerc. Sainz, Vettel, Richards und Sergio Perez. Ocon, Norris, Dani Quert und Stroll. Gasly, Magnussen, Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Schumacher, Russell, King und Nicolas Latifi. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Genau so ist es. Und jetzt hoffen wir, dass wir das auch schaffen. Und damit herzlich willkommen zum großen Preis von Vietnam. Wir sind heute dabei. Platz 9 ist unser Startplatz. Und dann hoffen wir, dass wir auch wieder ein paar Punkte mitnehmen können. Regen scheint wohl nicht so erwartet zu sein. Ich weiß, dass da hinten ein paar Tropfen sind, aber ich hoffe, dass wir es so spät jetzt bekommen mit der letzten Runde oder so, dass wir das hinkriegen. Also es ist so leicht bewölkt. 26 Grad. Gutes Wetter. Auf geht's ins Rennen. Wir stehen dann auf der, leider auf der Außenlinie. Aber wir müssen jetzt gucken, was das jetzt heute drin ist. Ich denke, dass wir ein bisschen ruhiger vorangehen lassen müssen. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir mit der Runde, mit unserer letzten Runde nochmal den Sprung machen konnten. Es ging auf Platz 8 hoch, aber dann hat sich Leclerc nochmal verbessert. Von dem konnten wir nämlich nochmal was entgegensetzen. Ja, 14 Runden stehen heute Abend hier in Hanoi und ich hoffe auf ein sehr gutes Rennen für uns. Es wird schon mal auf jeden Fall, was die Position betrifft, schon mal deutlich besser als das, was wir letztes Jahr hatten. Jetzt hier stand man nämlich ganz am Ende. Und jetzt stehen wir zumindest ein bisschen im Mittelfeld. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Aber es wird sicherlich nicht einfach werden. Natürlich schön dahinter bleiben, ne? Nicht irgendwie überholen. Aber gut, die haben auch einen etwas anderen Antrieb im Arsch. Nämlich den Honda oder ein Mercedes-Motor. Das mag vielleicht auch noch ein bisschen mehr Power geben. Aber schauen wir mal. Jetzt schauen wir gleich das Rennen uns an. So. Die Position wird eingenommen. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Rennen Nummer 3 steht jetzt an. Momentan auf 8 und 2 die letzten Ergebnisse. Das heißt,
Aber heute soll es ein bisschen anders laufen. Start ist jedenfalls Erfolg schon mal. So. So, da war ich jetzt tatsächlich ein bisschen eher unbeteiligt dran. Da hinten war nämlich kurz gelb. So, Angriff von Leclerc. Also Start ist schon mal guter Erfolg, definitiv. That's a decent start. Good job. Drei Plätze haben wir gewonnen. Konnte uns Leclerc holen, konnte uns Vettel holen. Ich weiß gar nicht, wer der letzte da war. Norris, glaube ich. Aber so weit sind wir gut gestartet auf jeden Fall schon mal. Da gab es eine leichte Berührung, weil die Ferrari sich da am Bekämpfen. Sollte man mal ruhig machen. So, da ist wieder gelb und eine Haarnadel. So, die erste von 14 Runden ist schon mal rum. Es wird wahrscheinlich nicht einfach werden, aber da das gehe ich gerne mal, dass wir die gleiche Jungs das gleich das DRS kriegen. Ja, der will ich auf der Anhalte mit dem Ferrari. Mit der Ferrari zuschlagen? Nein, doch nicht. Er kommt nicht daneben. So, der nächste Versuch gleich gegen von Leclerc und Vettel. Jetzt hat der Leclerc den Vorteil, dass er ein bisschen mehr den Schwung hat aus der langen Geraden raus. Da muss ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich dann in der Haarnadel weggeholt werde. Aber hat gepasst. Wo kommt vorbei Vettel? Hinter uns. Ah, scheinbar bisher krieg es doch fehl. Wie gesagt, wenn er daneben geht, wenn er da vorbeigeht, dann muss er durchziehen lassen. Aber momentan sieht es uns aus. Ich werde keinen Assi-Move mehr hier machen. Ich hoffe, dass er so lange über fair bleibt. Vorne nach vorne wird es wahrscheinlich nie mehr werden. Und noch sind alle 22 Autos drin. Wir gehen jetzt gleich in Runde 3. Dementsprechend werden wir es der ist gleich haben. Der Hamilton jetzt mit der schnellsten Rennrunde. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Und das haben wir nicht. Die Frage ist, wie weit wird die Pace reichen, um den Leclerc trotzdem beziehungsweise ein bisschen zu halten. Jetzt geht er an. Aber ich habe den Vorteil, dass ich jetzt wieder die Innenbahn habe. Das heißt, ich kann wieder diesen Angriff von ihm kontern, zwischendurch war er vorbei. Aber ich bleibe jetzt momentan noch mal im 6. Platz hängen, leichter Quersteher drin. Und ich kann ein bisschen durchatmen. Weil er hat zwar das DRS, das weiß ich. Aber er kommt auf der langen Geraden nicht in die Position, weil er hinter Ocon vorbeigeht. Scheiße. Ocon, leichter. Ich glaube, da war ein leichter Kontakt mit dabei, aber war jetzt wohl nicht so dramatisch. Der Renault muss ein bisschen auch, also wir müssen ein bisschen aufpassen mit dem Renault hinter uns. Weil der vorne ist auch Ricciardo schon weg.
Es wird heute definitiv nicht einfach. Ich habe die ganze Schlange da hinter mir, aber das ist mir auch herzlich egal gerade. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Mediums. So, jetzt wird O'Connor angreifen gehen. Klar, dass er jetzt angreifen wird. Aber sorry, wenn ich die Möglichkeit habe, nochmal zu kontern, dann setze ich den Konter daneben. Sechster weiterhin. Scheiße. Quersteher. Jetzt haben wir ein Problem. Nee, okay. Jetzt keine DS-Linie, ne? Ah, geht links ran. Ja, da gab es wieder eine leichte Berührung, aber ich musste ja da irgendwo auch noch hin. Gap to car in front is 5.9 seconds. So, 10 Runden haben wir noch, also jetzt gleich 9. We're leading our teammate by 6.6 seconds. Aktueller Vorsprung 6,6 Sekunden auf Mick. Was davor betrifft, haben wir keine Chance. Da werden wir nicht hinterherkommen mit dem Tempo. Gleich da Quersteher. Jetzt sagen wir vorne O'Connor. Tja, ich bleib dran an ihr. Ich gehe da vorbei, wenn es sein muss. Noch kriege ich seine Angriffe mittlerweile gekontert. Das wird wahrscheinlich, wenn die Boxen dort funktionieren, könnte das reichen, um vorne zu bleiben. Ah, jetzt kann ich nichts machen. Ich hätte es rechts und links angegriffen. Oh, Alter, was macht ihr hier mit mir? Ja. Sorry, aber wer versucht da... Irgendwo muss ich hin. Ich kann auch nichts machen. Ich ziehe da nicht komplett zu. Sorry, Sainz, aber das... oder nee, O'Connor war es, glaube ich. Norris war es. Aber das, was soll ich da machen? Die geben ja da rechts und links vorbei. Irgendwo muss ein bisschen Hanal auf einmal gar kein Platz mehr gewesen und die habe ich. Wenn der O'Connor links zuzieht oder die Lücke versucht reinzudrücken, muss ich auch irgendwo hin. Sorry, Norris, aber das ging nicht anders. So, momentan eher. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. 8 Runden haben wir noch. Jetzt gehe ich gleich auf die Medium, sondern können wir hoffentlich durchfahren. Der nächste, der es jetzt angreifen wird, ist jetzt der Herr Sainz. Na, ja, wird jetzt zumachen. Aber ich mache den gleichen Move gleich wie gegen O'Connor. Dann gehe ich halt kurz vor der Kurve nochmal rüber und hole ihn mir. Ja, Norris war's. Der hängt nämlich jetzt hinten am Ende des Feldes. Sainz jetzt vorbei auf 6 vor. Hat jetzt den Vorteil, dass er ein bisschen besser rausgekommen ist. Okay, we've lost the position. That's us down a place. Ja, das ist natürlich jetzt alles anders ein, klar. Aber es hat den Vorteil, dass wir ebenfalls mit dem... Der ist vielleicht uns gleich den sechsten Platz zurückholen können.
So, die ersten Stops kommen jetzt. We advise moving to Mix 2, fuel to Mix 2. Sonst haben wir aber jetzt unseren sechsten Platz immer. Gut, die halbe Rennen hatten. Haben wir nämlich jetzt verloren. Aber vielleicht haben wir noch eine Chance. Dann nehmen wir jetzt. Der Sticks ist weg. Scheiße. Hörst du ja, damit war's das. Damit ist mich jetzt Ocon auch durch. Oh, sorry, Ocon. Aber das kannst du auch gut. Jetzt ist die Zeit weg. Wir kriegen den Gehalt, wenn ich. So, wo willst du da hin, Ocon? Sorry, aber was willst du denn da jetzt machen? So. Was wollt ihr denn immer alle rechts, links von mir? Ihr verliert das Ding sowieso. Ich kann nichts machen, wenn ich da. Wenn auf einmal noch ein Auto neben mir ist. Weil das war jetzt eben gerade bei Norris so, der so verloren hat. Indem sie sich auf beiden Seiten einkeilen wollten. Und ich muss aber auch aufpassen, das Auto innen von mir, jetzt hat es sich nicht weg, der. Ach, Glück gehabt. Ich dachte, ich kriege so eine 5-Sekunden Strafe wegen dem, weil ich ein bisschen zu schnell war, aber das war ich nicht. Und natürlich sind die jetzt alle an mir vorbei. Ich fürchte, dass ich Ocon jetzt kriege, dass ich den Ocon jetzt verliere. Sainz ist schon fertig mit seinem Stop. Go, exit now. We're racing on the exit. Go, go now. Vettel ist vorbei, klar auf der Strecke, aber ich habe das, was ich hinter mir hatte, eben die ganze, da habe ich hinter mir. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Leclerc greift jetzt an, geht vorbei, aber ich werde ihm den Gefallen nicht tun, sondern da auch wieder reingehen in die Lücke. Weil es ist immer wieder in der gleichen Ecke probieren und das können sie nicht. Weil ich jedes Mal die Kurve später kontern kann. Ich fürchte, dass ich aber jetzt gleich verliere. Oder? Schnick. Yellow flag, safety car, safety car. No overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. So, okay. Also, Mick leider raus, der steht hier leider. Jetzt wäre ich zumindest wieder am Science dran, um eventuell meine Position zu verlieren. Natürlich ist das jetzt für Konten, oder beziehungsweise für die, die noch nicht in der Box waren, besser, weil die werden jetzt nämlich die Schaffung. Der wird das definitiv von mir. Leck mich doch. Ja, natürlich. Die sind jetzt alle schön, haben jetzt natürlich alle den Vorteil. Also, Ocon hat das Ding jetzt definitiv von mir entschieden. Also, der sechste Platz ist jetzt definitiv raus. Vermute ich zumindest. Jetzt Platz 8. Ja, sag ja, das sind jetzt genau die davor. Der Sainz ist jetzt davor, Vettel davor. 9. Kwiat. So, den nächsten muss ich zumachen, weil das wäre sonst der nächste gewesen, der da jetzt auch mit durchgeschlüpft wäre. Also gegen Kwiat habe ich verloren. Sag ja, eine Position habe ich verloren. Aber Ocon ist definitiv dahinter noch irgendwann. Oder da haben einige noch verloren. Eine Position hat es jetzt gekostet. Ne, zwei Positionen hat es gekostet, ja. Ich war 7. The car behind has boxed for the mediums. Car behind on the medium tire. Ich da jetzt mir ein bisschen Sprit auf. Um
weil ich unbedingt noch, vielleicht schaffe ich es noch eine Runde, mal gut zu machen muss. Noch eine Position. Nein. Das darf jetzt nicht passieren, dass ich jetzt raus, dass ich so rauskomme. Glück gehabt. Weil dann wäre nämlich alles an mir vorbeigekommen. Ja, Mick leider raus. Fabschi holt sich ein Dings. Ah, zwei Positionen verloren. Ich war so gut dabei. Ich war Sechster zwischendurch eine Weile. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin. So, also Kwiat, Vettel, davor Sainz. Ja, genau die zwei sind durchgeschlüpft. Kwiat und Vettel, die haben es perfekt gemacht. Aber damit kannst du nicht planen. Ne? Das war taktisch klug gemacht, definitiv. Oder, sagen wir mal, nicht so taktisch klug, das war einfach ein bisschen Glück dabei, auch weil die Boxenstopp der Runde gezogen haben. Hätten sie das nämlich nicht gemacht, bin mir nämlich reingefahren. Ich hatte auch die Runde bleiben müssen. Aber kannst jetzt auch nicht rennen, kannst jetzt nicht rennen. Die haben mich nämlich schon in Belgien letzte Saison ausgeplayt, die beiden. Damals hat das Vettel das Rennen gewonnen von Kwiat und von mir. Und jetzt hat genau das gleiche wieder passiert in Hanoi. Schade, den siebten Platz hätte ich gerne mitgenommen. Aber gut, okay, sind wir neunter, hätten wir zwei Punktchen. Jetzt habe ich den, noch hinter mir, den Magnussen noch hinter mir. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das heißt, DRS werden sie nicht kriegen, das dauert noch eine ganze Weile, das wird so ein, zwei Ründchen dauern. Vielleicht haben wir Glück, dass wir es ohne DRS schaffen können. Zumindest ein Auto davon, den Kwiat möchte ich hier noch haben. Dann wären wir zumindest Achter, das wären zwei Punktchen mehr. Ich spare mir natürlich jetzt auch Sprit ein bisschen, klar. So kann ich versuchen, den letzten jetzt noch vier Ründchen anzugreifen. Right, pick up the pace a touch, please. We need to close to within 10 car lengths of the car ahead. Jo, Entschuldigung, das war ein bisschen zu. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. So. Ich habe jetzt schon hochgestellt auf Fett und überholen, weil ich unbedingt nachher vorbei will, noch mit an den zwei Jungs. Magnus da hinter mir, der könnte mir den Prellbock spielen gegen Leclerc, der momentan ja ohne Punkte das. Safety Car ist das rein jetzt. Ist. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. So. Schauen wir mal, ob wir noch was nach vorne kriegen. Schon zu weit weg. Für die Haarnadel wird es wahrscheinlich zu weit weg sein. Ich versuche natürlich ein bisschen den Windschatten zu gehen. Das heißt, es ist nur dranbleiben. Vielleicht habe ich eine Chance in der nächsten Runde. Expecting rain in around 10 to 15 minutes. Das ist schon wichtig, ist unwichtig gerade. Halber Bestzeit.
Keep managing your tires. Manage your tires. So, versuche natürlich jetzt nochmal ein bisschen reinzukommen in diesen Zweikampf. Vielleicht schaffe ich ihn. Ja gut, das ist klar. Da kannst du nicht reingehen in die Lücke. Das war's. Fuck! Den scheiß Quersteher, ey. Sorry, den muss ich. Diesmal setze ich mal. Eine Rückblende setze ich mir. Mir geht's nicht um meine Position, mir geht's darum, dass ich welche Schlagdistanz bleiben kann. Ah, da kommt er natürlich weg, weil ich nicht sauber durch die Kurve durchkomme. Das wird wahrscheinlich nur Platz 9 werden. Ja, mal gucken. Of fuel left. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Ja, schade. Es wäre halt wichtig, nochmal noch ein Positionchen mehr zu gewinnen. Ja, muss man sagen, die Weinermächte haben es echt gut gemacht. Haben mich ein bisschen ausgespielt. Damit wird es wahrscheinlich nur Platz 9 werden. Ich dachte, mit dem steht gerade Ferrari quer, aber das ist es nicht. Sie geht jetzt gleich in die letzte Runde. Na, da wird es versuchen, nur diesen 9. Platz mit nach Hause zu nehmen. Ich breche jetzt auch ab nach vorne. Also da vorne wird es definitiv nichts mehr geben. Schade, ich war dran an ihm, aber ich kam nicht in die Position, ihn wirklich so zu weh zu tun. Das heißt, es ist nur gucken, dass ich nach hinten den Ferrari ausgespielt bekomme. Ja, wie gesagt, Vettel, die Fiat, die haben es alle sehr, sehr gut gemacht. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Das war auch nicht sauber durchgekommen. Weil Kwiat auch Krieche von Vettler-Preisen hat lassen, ne? Wir wollen ihn doch nicht so sauber. Da nur so aus. Ich komme momentan auch nicht sauber durch. Muss ich sagen, gerade jetzt ist es momentan schwierig. Das sah nur so aus, als hätte der Vettel, hätte Kwiat ordentlich abreißen lassen müssen, weil der war auch immer ziemlich langsam bei, knapp vor mir mit 3 Sekunden. So, und hier geht es jetzt gerade nur noch darum, diesen 9. Platz nach Hause zu ziehen. So, angreifen können sie jetzt gerade hier beide nicht. Das ist ja so meine Konterkurve. Da versuche ich es immer ein bisschen zu kontern. So, hinter uns geht es auch ein bisschen um den Platz. Vielleicht schafft er sich Perez zumindest in einem Punkt noch mit. Wir nehmen Leclerc noch was weg, aber wir müssen jetzt gucken, dass wir nicht die Haarnadel in die Haarnadel und so wie gerettet bekommen. Und da gab's. Dankeschön, dass ihr mir so mein Rennen. Dass ihr versucht. So, und da kann ich jetzt nichts für. Da kann ich jetzt null was dafür, dass dahinter jetzt gerade scheppert. Naja, Perez, der hat nämlich die 5 Sekunden dafür bekommen. Weil ich brech. Ja, wie gesagt, die sind mir gerade da zu zweit ins Auto geknallt.
Bottas holt den nächsten Punkt. Holt den nächsten Sieg. Sieg Nummer 3. Aber wie gesagt, für die kleine Karambolage dahinter haben wir da gar nichts für. Sind sie mit der Balance wieder aufgelöst und wir holen zumindest. Ja, Platz 9. Mit ein bisschen Pech, muss ich sagen. Es wäre mehr drin gewesen, wenn ich ehrlich bin. Wenn das Safety Car passend rausgekommen ist, wäre, dann hätten wir es geschafft. Aber wie gesagt, Vettel und Kwiat, die haben es so gut gelöst mit dem Safety Car. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war das. War für uns nichts zu holen. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Leclerc hat auch noch 10. gewonnen. Ja, Perez, wie gesagt, das nach war eine ausgezeichnete Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Interessante Frage heute, denke ich. Es stehen mehrere zur Wahl, aber ich würde mich auf Danny Kwiat festlegen. Er hat heute eine grundsolide Leistung gezeigt, auf die er stolz sein kann. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, aber Mercedes ist schon krass, dass die da wie Bottas ja echt jetzt mittlerweile schon das dritte Rennen in Folge gewinnt. Die zwar nicht die schnellste Runde fährt, aber man muss mal gerade auf die Punkte achten. Bottas und Hamilton mit auf die Punkte, ne? Nur so nebenbei. Die passen nämlich perfekt zur aktuellen Startnummer. Na gut, aber okay. Wir sind momentan nur Sechster. Es wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber das Safety Car hat es mir so ein bisschen kaputt gemacht. Aber gut, ist halt einfach so. Wäre es 5 Sekunden gekriegt? Aber warum hat man denn die 5 Sekunden gekriegt? Das frage ich mich gerade mal. Der muss irgendwo gerade noch einen Fehler drin, noch ein Dings gehabt. Nicht erfüllte Strafe. Ah, okay. Hat eine Idee. Naja, gut, okay. Oder läuft das blockieren, ne? Im Schein ist es versagen. Norris, O'Connor. Norris, der es auch da irgendwo versucht hat, da wo es gar nicht geht. Meiner Meinung nach. Weil ich habe ein Auto links neben mir. Kann auch nur das machen, was Ocon mir anbietet. Ich lasse nämlich nicht freiwillig ziehen. Und dann will der eine noch rechts vorbeigehen. Aber wie gesagt, da kann ich auch nichts machen. Irgendwo muss, darf ich auch noch mal hin. Ja, gut, okay. Haben wir ein bisschen was gut gemacht noch. So, nochmal ein bisschen Geld dazu. Aber jeder Punkt ist wertvoll. Das muss man mal so sagen. Ah, okay. Ja, ich weiß, ich habe eine Rückblende gesetzt. Aber nächstes Rennen ist China. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.